Unter Erlen stand ne Mühle, steh vorbei, das Wasser rauscht. Nicht weit weg vom Enzsteg gingen die katholischen Kinder im Forsthausgebäude zur Schule. Manchmal hatten alle 8 Klassen gleichzeitig in einem Raum ihren Platz. Ich war 9 Jahre alt, als ich damals in die Hillerschule gehen musste, denn das Häuflein katholischer Kinder war aufgelöst worden. Im ersten Stock in der Schule war der Handarbeitsraum, in dem Fräulein Kühlbräu herrschte. Meine 5 Jahre ältere Schwester hatte Unterricht bei ihr, gleichzeitig mit Ottilie und anderen Schülerinnen. Mir wurde erzählt, dass dieses Mädchen sich oft in das hintere Etagenregal legte und von dort schlimme Wörter und Schimpfkanonaden losließ. Es gab in den 30er Jahren schon damals freche Mädchen. Auf derselben Ebene in diesem Gebäude war unser Klassenzimmer untergebracht, in dem es nur Mädchen gab, soweit ich mich erinnere. Unser Lehrer war Herr Bofinger, der immer gerecht und sympathisch war und den wir sehr gern hatten. Zu unserer Überraschung meinte er eines Tages: So Kinder, heute findet das Zeugnissingen statt. Jedes singt das, was sie möchte und was ihr gefällt. Alle kommen dran, wenn nicht mehr heute, dann eben morgen. Als ich an der Reihe war, stand ich auf und blieb neben meinem Platz stehen. Ich war gar nicht aufgeregt und kein bisschen verlegen und begann das Lied zu singen, das ich wahrscheinlich bei meiner großen Schwester gehört hatte. Unter Erlen stand eine Mühle, wo vorbei das Wasser rauscht, und in einer Mondnachtstille sitzt der Müllersbursch und lauscht. Leise öffnet sich das Fenster und mit einem Händedruck gab die kleine Müller-Liese ihrem Liebsten einen Kuss. Gab die kleine Müller-Liese ihrem Liebsten einen Kuss. 2 Verse genügen anscheinend dem Herrn Bofinger, der ungerührt war und bei dem nur ganz leicht ein kleines Schmunzeln um die Lippen spielte. Ich setzte mich wieder und niemand fand meinen Gesang unangebracht. Ich hatte eher das Gefühl, dass kurze Zeit allgemein der Atem angehalten wurde. Den Schluss des Liedes sang ich zwar nicht mehr, da gingen die 2 Liebenden ins Wasser und tauchten ihre Seelen aus. Aber mein Mitleid mit dem jungen Mann und der Müllerstochter war grenzenlos. Tiefsten Gründen fanden beide ihre Ruhe. Die Schule war aus und Arm in Arm gingen wir die Hauptstraße hinunter oder wir rannten schreiend und johlend bis zur Apotheke, wo sich meistens die Wege trennten. Ich musste von der Hillerschule in Biedigheim bis zu der Parzelle in Bissingen täglich zu Fuß nach Hause gehen.